Warum ist Nein sagen so schwer? Nein. Lasst mal sehen. Ein spannendes kleines Wörtchen, oder? Es hat ein N, ein E, ein I und nochmal ein N. Eigentlich ja nur lächerliche kleine winzig-mickrige 4 Buchstaben, aber meine Güte. Dieses kleine Wörtchen, was hat es für eine Macht? Oder was könnte es für eine Macht haben, wenn du es immer dann benutzen würdest, wenn dir wirklich danach ist? Wo wärst du heute vielleicht sogar, wenn du es nur oft genug benutzt hättest, immer, wenn es angebracht gewesen wäre, wenn du dich nicht überreden hättest lassen, wenn du stark geblieben wärst, wenn du dir nur einfach wirklich immer selbst treu geblieben wärst. Vielleicht wärst du ein Rockstar geworden, wenn du nur »Nein, ich möchte nicht auf die Uni« deinem aufbrausenden Vater entgegengeschleudert hättest, statt seinem Streben für dich nachzugehen und Arzt zu werden. Heute hörst du deine geliebte Rockmusik zwar auch den ganzen Tag, aber dafür stehst du halt auch stundenlang im OP herum und bei den besonders guten Stellen bittest du die Schwester zwar noch ein wenig lauter zu drehen, während du Herrn XYZ ein neues Herz implantierst, aber wenn man dich fragt, ob du glücklich bist, zuckst du immer nur mit den Schultern, guckst nachdenklich auf den Boden oder wahlweise deine 20.000-Euro-Uhr und sagst, ja, ich denke schon, meinst aber heimlich, 100% sicher bin ich mir da nicht. Was du aber niemandem verraten würdest. Natürlich nicht. Aber ja, vielleicht hättest du, wenn du nur endlich einmal »Nein, ich habe die Schnauze voll« gesagt hättest, auch deinen kräftezehrenden On-Off, ich weiß nicht, was ich will, Männerlappen endlich mal vor die Tür gesetzt und wärst Wochen später deiner eigentlich wahren Liebe begegnet, statt jeden zweiten Tag immer verzweifelt des Lappens wegen in dein Kopfkissen zu weinen und dich nicht schön und perfekt genug für ihn zu fühlen und deine kostbare Lebenszeit an jemanden zu verschwenden, der zu blind ist, um dein wahres Ich zu sehen und endlich einmal so wertzuschätzen, wie du es in Wahrheit schon die ganze Zeit verdienst. Vielleicht hätte dein Leben jetzt mal ganz extrem gesprochen, sogar 53 Jahre, 7 Monate, 3 Wochen, 4 Tage, 2 Stunden, 37 Minuten und 41 Sekunden länger gedauert, wenn du deiner nervigen Freundin statt »Ja, ich komme mit« nur ein ausdrucksstarkes »Nein, dieses Mal nicht« entgegengeschmettert hättest, statt dich von ihr weiter ausnutzen zu lassen und sie wie jeden Freitag wie ein Chauffeur von A nach B von Club zu gondeln, während sie einen Typen nach dem anderen aufreißt und du nur mit einer Limonade gepackt unter dem nächsten Laternenmast auf sie warten darfst. Dieses unbezahlbare »Nein« hätte dann dazu geführt, dass du eben zu Hause gesessen hättest, statt um 2.43 Uhr und 27 Sekunden von einem LKW, der die Vorfahrt missachtet hat, bei regennasser Fahrbahn volle Breitseite erfasst zu werden. Du wärst wegen 4 winziger kleiner Buchstaben nicht durch die Frontscheibe geflogen, weil du vergessen hattest, dich anzuschnallen, weil dir deine unzumutbare Freundin aufs Armaturenbrett gekotzt hat und du einfach losgefahren bist, weil hinter dir einer quengelig gehupt hat und du niemanden stören oder aufhalten wolltest. Du hättest dich nicht gefragt, wie erbrochen es eigentlich nach Burger, Zimt, Lippenstift mit Erdbeergeschmack und verfaultem Caipirinha gleichzeitig riechen kann. Nein, du hättest dich auch nicht gewundert, wie irrelang einem das vorkommen kann, mit gebrochener Nase durch die arschkalte Luft zu fliegen und zu wissen, dass man den Aufprall in wenigen Sekunden einfach nicht überleben kann. Du hättest dich nicht kurz vorher noch gefragt, warum du das eigentlich alles mit dir hast machen lassen und dein letzter Gedanke wäre sicher nicht gewesen, warum zum Teufel habe ich nicht einfach Nein gesagt und damit endlich einmal Ja zu mir selbst. Ja, sicher. Der Fensterflug. Ein überaus extremes Beispiel. Aber ich finde, es ist schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass dein Nein alles einfach restlos alles in deinem Leben entscheiden kann. Und ja, manchmal hat es sogar die Macht, dir dein Leben zu retten. Oh ja, 4 winzige Buchstaben, die eine Entscheidung verkünden. Ein Statement, eine Richtung, in die sich dein Leben von heute an entwickeln könnte. Dein Nein kann und wird Schicksal sein. Ich bin mir sicher, dir fallen, wenn du dir jetzt einmal kurz erlaubst, über dein bisheriges Leben nachzudenken, eine ganze Reihe Momente ein, an denen dein Nein eigentlich wichtig gewesen wäre und wo du vielleicht Ja zu einer Person oder Situation gesagt hast,
obwohl du das eigentlich gar nicht wolltest. Vielleicht hast du dich von einem Typen mit fauligen Zähnen küssen lassen, obwohl du dazu Nein hättest sagen können. Du hast dich hier und da vielleicht von jemandem breitschlagen lassen und seine oder ihre Arbeit erledigt, obwohl du selbst schon vollkommen am Ende gewesen bist und Besseres zu tun gehabt hättest. Vielleicht hättest du Nein, zieh Leine, sagen müssen, als du herausgefunden hast, dass dein Freund ein manipulatives, psychopathisches Arschloch ist und jeden nach Strich und Faden ausnutzt und ja, dich eingeschlossen. Es gibt tausende Situationen, in denen wir alle sicher Nein hätten sagen sollen und es aber vielleicht einfach nicht getan haben und es auch immer noch nicht tun. Und ja, sicher, ich weiß, du hattest immer deine Gründe. Aber wieso kleben einem diese vier winzigen Buchstaben abschussbereit im Rachen fest, wenn die Fakten doch eigentlich so glasklar und unübersehbar vor einem liegen, ohne schlussendlich ihren Weg ins Freie zu finden? Warum bleibt man nicht authentisch bei sich und sagt, wie man wirklich denkt oder fühlt? Warum erbauen wir keine gesunden Grenzen für andere und vor allem auch für uns selbst, um uns zu schützen, um uns und unsere Meinung einfach radikal zu vertreten? Und was genau passiert denn eigentlich nun überhaupt wirklich, wenn wir uns dazu entscheiden sollten, zu jemandem oder zu einer bestimmten Situation Nein zu sagen? Nun ja, Nein ist einfach schon mal nicht das Wort, das viele gerne hören wollen, oder? Nein bedeutet nämlich Nö. Es bedeutet, mach ich nicht, mag ich nicht, wird nicht passieren. Es bedeutet, mit mir kannst du das nicht machen. Es heißt, du brauchst nicht mit mir rechnen. Nein bedeutet grob gesagt, verpiss dich. Ich habe Besseres zu tun, als deine Wünsche zu erfüllen. Es ist also ein durchaus negativ besetztes Wort. Man kassiert damit eine Ablehnung, wenn man es erhält, und verteilt damit auch eine, wenn man es benutzt. Und mimimi, Ablehnung. Wer will das schon erleben, oder? Unser Leben soll doch fließen, gleiten, unproblematisch und einfach sein. Und ein Nein, das stoppt doch irgendwie den Fluss. Das Nein ist der Staudamm am Ende des reißenden Gewässers. Es hält auf, es hält in Schach, es stoppt die Energie. Und gut, klar, manchmal kann ein Nein auch durchaus Freude machen. Herr Doktor, und Sie wollen mich jetzt wirklich rot gestreifte Hasenohren auf die Stirn nähen? Nein, natürlich nicht. Ja, dann habe ich schon mal Glück gehabt, Spaß beiseite. Von so einem Nein reden wir jetzt auch wirklich gar nicht. Und wir reden auch nicht von dem Nein, das bestimmten Gesetzen folgt. Wenn dein Chef dir beispielsweise sagt, dass du deine Arbeit zu Ende machen solltest und du aufstehst und »Nein, Schneewittchen« rufst, nun ja, dann bist du entweder ein Genie, weil dein Chef eine gemeingefährliche Pfeife ist und das ganze Unternehmen bald gegen die Wand fahren wird, wenn nicht endlich jemand den Mund aufmacht, oder du bist ein Trottel, der sich danach einen neuen Job suchen kann. Aber wie gesagt, es geht nicht um diese Neins, die klar sein sollten, sondern wir reden hier gerade von deinem Nein, das seinen Weg einfach hier und da nicht in die Welt hinausfindet, sondern auf halbem Weg abschmiert wie der Motor eines kaputten Motorboots, und zwar genau immer dann, wenn es wichtig wäre. Und du weißt ganz genau, wann es wichtig wäre. Erzähl mir nichts. Also, was ist denn nun so schwer daran? Wenn du mich fragst, reden wir im Kern davon, dass du dich nicht traust, dich und deine Gefühle und Gedanken an erste Stelle zu stellen. Wir reden also davon, dass du dich davor scheust, du selbst zu sein und dir selbst treu zu bleiben. Und warum? Nun ja, vermutlich aus Angst, jemanden oder irgendetwas dann vielleicht sogar für immer zu verlieren. Und du befürchtest, wenn du Nein sagst, dass es dann recht ungemütlich werden könnte, oder? Du hast vielleicht Sorge, wie dein Gegenüber reagieren könnte. Dass es Vorwürfe hagelt, dass jemand das Telefon auflegen könnte mit den Worten, auf dich kann man sich einfach nicht verlassen, du bist wirklich für nichts zu gebrauchen. Du hast Angst, dass jemand danach keinen Bock mehr auf dich hat und schlecht von dir denkt. Du glaubst, dass du kein Problem, kein Staudamm reißenden Gewässers sein darfst. Aber ja, vermutlich weißt du aber auch einfach nur wie kaum ein anderer, wie sich ein Nein anfühlen kann, und willst es daher keinem anderen zumuten. Denn ein Nein, das tut weh, nicht wahr? Und Schmerzen fühlen, das will niemand. Ich nicht, du nicht, keiner. Aber Hilfe, warum kommt Ablehnung einem denn eigentlich so bedrohlich vor?
Gehen wir dazu zunächst einmal kurz in die Steinzeit zurück und halten uns für den Anfang vielleicht erst einmal folgende Tatsache vor Augen, denn diese könnte als Basis für dein »Warum ist es so schwer, Nein zu sagen?« durchaus von Bedeutung sein. Der Urinstinkt des Menschen sehnt sich zunächst einmal nach intakter Gruppenbildung. Denn der Mensch ist ein höchst soziales Lebewesen, das die Einsamkeit scheut. Und warum tut er das? Nun ja, wenn du damals im Zeitalter des nackten Überlebens keiner Gruppe angehört hast, weil du seltsam, schwierig, ein miserabler Jäger oder sonst irgendwie vollkommen unfähig warst, dich sinnvoll als Stammesmitglied zu etablieren, dann warst du nun mal auch ganz schnell ein Ausgestoßener. Und warst du ein Ausgestoßener, dann warst du damit auch ganz schnell Schaschlik für unseren Freund, den Säbelzahntiger. Junge, Junge. Ein Lätzchen, Sir? Heute gibt es den Säbelzahntiger im klassischen Sinne zwar nicht mehr, aber deine Gene und dein Urinstinkt haben diese Tatsache trotz der Tausenden von Jahren noch nicht ganz so aktiv abgespeichert. Dein Wunsch nach Zugehörigkeit und deine Angst aller Hilfe, ich möchte nicht zurückgestoßen oder verlassen werden, hat für dein Unterbewusstes also noch immer eine große Bedeutung. Vorsichtig zu sein und sich anzupassen, hat uns allen einfach nun mal vor einiger Zeit noch den Arsch gerettet. Es war also extrem wichtig, was die anderen über dich denken, und das ist so derart tief in deine Zellen eingebrannt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Uga, uga, mi, 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 verlass mich also nicht. Klar soweit? Und heute? Nun ja, da ist es auch wunderschön und wichtig und lebenswert, wenn du dich einer Gruppe anschließt und Freundschaften und Beziehungen pflegst, die dich und den anderen glücklich machen. Aber wenn es mit einer Person oder einer Gruppe eben nicht so klappt, nun ja, dann wird dir auch niemand ein saftiges Steak um den Hals binden und dich bitten, eine Weile draußen mit dem Löwen zu spielen, wenn man mal ehrlich ist. Und das ist doch ein riesiger Vorteil, den du dir auch ruhig zunutze machen könntest, wenn du mich fragst. Du darfst also jederzeit Nein sagen, wenn es dir irgendwo nicht mehr gefällt. Niemand wird dich danach auffressen. Versprochen. Und ja, die Urangst, Mimimi, ich werde verlassen. Also, ich will eigentlich nicht schon wieder mit der Elternnummer anfangen, aber der Vollständigkeit halber sei gesagt, wenn man dich zu deinem Urinstinkt als Baby oder Kleinkind dann zusätzlich noch gern mal übersehen hat, dann rate mal, dann macht dich das heute ebenfalls leider nicht gerade zu einem Menschen, der leicht zu anderen Adios Muchachos sagen kann. Du wirst dich tendenziell eher zu einem Menschen entwickeln, der sich abhängig macht und das Wort Nein nur äußerst ungern benutzen möchte oder es leider auch verpasst, überhaupt einmal zu sagen. Das Gefühl, alleine zu sein, setzt nämlich Todesängste in dir frei. Also wirst du alles tun, um diese Angst erfolgreich zu verhindern. Folglich bist du zwar am Ende dann selten alleine, denn wie von Zauberhand wirst du die meiste Zeit mehr oder weniger immer in irgendeiner Beziehung verbringen, aber du bist, durch deine Angst davor, Nein zu sagen, damit leider halt auch nun mal ein gefundenes Fressen für all die Säbelzahntiger-Menschen unter uns, die dich dann deswegen halt auch nur für ihre Zwecke benutzen und missbrauchen wollen. Du sagst ja schließlich auch niemals Nein und lässt demnach auch alles mit dir machen. Deine Angst ist somit dein größter Feind. Und dein einziger Weg daraus heißt, sie zu überwinden. Du trägst bei allem, was dir in zwischenmenschlichen Konstellationen passiert, leider nun mal auch immer eine Mitschuld. Und zwar so lange, bis du Nein sagst und danach auch wirklich so handelst. Ich weiß, du willst nicht so negativ denken. Und du willst die anderen auch nicht so sehen, denn es bricht einem das Herz, wenn man denn eins hat. Aber es ist eine Tatsache. Die Menschen sind nun mal leider nicht alle so, wie wir sie gerne hätten. Nicht jeder ist rücksichtsvoll und liebevoll und will nur dein Bestes. Und ja, es ist ermüdend, wenn man begreifen muss, dass man wirklich leider von Anfang an bei jedem Menschen, bei den simpelsten Dingen, die dir auf den Zeiger gehen, Nein sagen sollte. Denn dein Nein zeigt anderen nun mal, was sie mit dir machen dürfen und was nicht. Klar, ich verstehe dich schon.
Niemand will von Anfang an kleinlich oder engstirnig sein oder so wirken. Und dann lässt man hier und da vielleicht schon mal etwas durchgehen. Vielleicht, weil es einem Gefallen dient oder einer Erleichterung. Vielleicht sagt man ja, weil man weiß, dass man dem anderen dadurch etwas Gutes tut. Aber hoppla hopp, denkt der andere leider auch, dass er das nun immer von dir erwarten kann. Aber nein, das kann er eben nicht. Und es gibt nur eine einzige Person, die diese Tatsache als unerschütterliche Wahrheit ins Leben rufen kann. Und das bist ja nun mal nur du selbst. Und eins sage ich dir, und auch das ist wichtig, und ja, ich weiß, auch das will keiner hören, aber Fakt ist, du weißt nicht, wer den Zeitplan deines Lebens geschrieben hat und wie dieses weiter verlaufen wird. Und der größte Fehler, den beinahe alle Menschen machen, ist, dass sie glauben, dass sie noch ewig Zeit hätten, um ja oder nein zu etwas zu sagen. Und ich würde es einfach gut finden, wenn du dir klar machen würdest, dass dem eventuell einfach auch nicht so ist. Du weißt nicht, was passieren wird. Ich finde daher, du solltest von heute an und am besten gestern schon immer und grundsätzlich immer so leben, als gäbe es keinen Morgen. Nicht, um dir damit Angst zu machen, sondern um die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen und um diese nicht zu bereuen, so wie viele von uns das tun, die irgendeinen Mist gemacht haben, weil sie dachten, ach ja, sie hätten schon noch Zeit dazu. Wenn du Pech hast, nimmt dir das Leben die Entscheidung nämlich dann einfach ungefragt ab. Und dann sitzt du da und sagst, mi, bist aber selber schuld. Du hast das Lenkrad deines Lebens ja leider auch nicht aktiv in die Hand genommen. Und ja, mag sein, ich konfrontiere dich vielleicht gerade mit Themen und Tatsachen, vor denen die meisten Menschen davonlaufen. Und ja, die Wahrheit, sie ist einfach auch oft nicht schön. Aber auf meinem Podcast steht ja auch nicht, schlafen Sie gut, Lieder für grenzenlose Selbstsabotage. Zugegeben, ich schreibe möglicherweise bisweilen desillusionierende Sätze, die einem auch vielleicht eine Scheißangst machen können, aber glaub mir eins, umso eher du dich mit Themen dieser Art beschäftigst, umso schneller sagst du eben Ja und Nein zu Dingen, die du wirklich leben und erfahren willst und manchmal auch erfahren musst. Und umso eher das geschieht, umso eher wirst du das Leben leben, was dich glücklich macht. Ich kenne so viele Menschen, weißt du, die irgendwie vergessen haben, sich auf das eigentlich Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Und plötzlich passiert irgendetwas, etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Und auf einmal macht die ganze oberflächliche Blase ihres Daseins mit all ihrem absurden Reichtum und den schicken Lederschuhen einfach puff. Und dann erkennen sie leider zu spät, dass die meisten Dinge und Ziele, hinter denen sie hergerannt sind, niemals von Bedeutung waren. Ehrlich, ich würde dir das einfach gerne ersparen. Und das hier, das sind nun mal meine ganz persönlichen Überzeugungen. Und ja, die mögen für den einen falsch und für den anderen aber eben auch goldrichtig sein. Ich für meinen Teil möchte einfach keinen Tag meines Lebens bereuen. Ich möchte nichts vermissen oder das Gefühl haben, etwas verpasst zu haben. Ich möchte nicht zurückblicken und denken, ach, hätte ich doch dieses oder jenes gesagt oder getan. Ich möchte nicht eines Tages vielleicht durch die Frontscheibe meines Autos fliegen und wissen, ich habe nicht so gelebt, wie ich das wollte. Klingt albern, aber wenn mich jemand fragt, warum ich mir jetzt ausgerechnet heute einen Burger in den Mund stopfe, anstatt auf meine Linie zu achten, dann lautet meine Antwort darauf gern, nun ja, erstens, ich habe heute eben einfach nur mal Lust dazu und zweitens, wenn ich nachher von einem LKW überfahren werde, dann will ich einfach nicht auf dem Boden liegen und denken, scheiße, jetzt verrecke ich hier und habe nicht mal den Burger gegessen, den ich gern gehabt hätte. Das Leben ist einfach nun mal scheißkurz. Und ich persönlich habe nicht vor, auch nur eine einzige Sekunde davon zu verschwenden. Und das solltest du auch nicht tun, indem du Dinge tust, die du verdammt nochmal einfach gar nicht machen willst. Und schon dreimal nicht, um anderen damit zu gefallen. Also, scheiß drauf. Sag ja, sag nein, authentisch, sei einfach du selbst. Mach, was du für richtig hältst und scheiß drauf, was die anderen von dir denken könnten. Weißt du, das wünsche ich mir einfach, wie gesagt, für dich. Ich wünsche dir, dass du jeden Tag dort aufwachst, wo du glücklich bist, wo man dich sieht und schätzt und gut behandelt. Und mit deinem Nein kannst du
nun mal einfach dafür sorgen. Und wenn du dir in einer Sache mal nicht sicher sein solltest und nicht Ja oder Nein sagen kannst, dann sag, ich weiß es noch nicht. Ich brauche noch Zeit dafür. Und noch eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Konsequenzen. Wie oft habe ich dabei zugesehen, wie jemand Nein gesagt hat und die Schnauze voll hatte und 3 Tage später von seinem Nein plötzlich nichts mehr wissen wollte und Jahre, Jahrzehnte an einem Ort gelebt hat, an dem er niemals wirklich glücklich war und danach auch noch geworden ist. Also vergiss nicht, nur du hast die Macht, dein Leben zu verändern, nur du allein. Und wie gesagt, ja, ich verstehe dich, du hast vielleicht Angst davor, dass jemand abweisend reagiert, wenn du Nein sagst, aber die richtigen Menschen, die wirklich zu dir passen und nur auf die kommt es in deinem Leben an, die werden immer bei dir sein und für immer auch bei dir bleiben. Du kannst sie mit einem Nein nicht einfach so verlieren. Es geht schlicht und ergreifend nicht. Sie lieben dich nämlich genau für das, was du bist. Sie schätzen und respektieren deine Grenzen und sie wollen wissen, wie du tickst und wer du bist. Und dein Nein erzählt nun einmal davon. Trau dich also ruhig, es in vollem Umfang von heute an auch endlich zu benutzen. Denn die absurde Wahrheit ist ja eigentlich, wir Menschen zicken vielleicht rum, wenn wir ein Nein bekommen. Und passen tut es uns vielleicht auch nicht, aber eigentlich finden wir es am Ende dann trotzdem auch schon wieder nice, wenn es jemand sagt. Irgendwie hat ein Nein nämlich Eier, weißt du? Aber auch nur, wenn man es ausspricht. Wenn es andere erraten müssen, ist es eher Güllehülle. Da ist es eierlos. Da hat es kein Esprit. Es ist verschüttet, nicht gerührt, verstehst du? Aber ein Nein ausgesprochen, das ist Bugwelle, Tsunami, Atompilz voraus. Und weißt du, Eier sind nun mal das, was man im Leben braucht. Denn das Leben, es ist nun mal kein Ponyhof. Also Kinder, ab zum Bauernhof. Und wer noch keine Eier hat, oh, ich höre gerade, ja, es gibt sie wieder. Kaufen Sie jetzt Eier, heute im Sonderangebot für 3,99. Das könnte ein wiederkehrendes Element werden, die Verkaufsansage, findest du nicht? Ich mag das jedenfalls. Wie? Nein. Du etwa nicht? Schäm dich. Aber soll ich dir was sagen? Mir doch egal. Und nun zum Abschluss noch ein kleiner Sprachkurs. Es gibt nämlich, großer Gott, laut Dr. Cox, unzählige Varianten, wie deine Antwort in Zukunft auf deinem Willen widersprechender Fragen lauten könnte. Und zwar neben einem simplen Nein auch noch. Niemals, nicht in einer Million Jahre, auf keinen Fall. Jamais français, never Mr. Clever, niet negativ, Und meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. No! So, nun weißt du alles. Jetzt musst du dich nur noch trauen. Ich winke dir aus der Ferne also schon mal zu und flüstere, du kannst das. Ich glaube an dich. Also, bist du bereit, allen zu zeigen, wer du wirklich bist? Nein zu sagen, wenn dir wirklich danach ist? Bereit, allen zu zeigen, was du mit dir machen lassen willst und was sie in Zukunft unterlassen können? Ich bin so gespannt auf dich und dein Nein. Ich liebe es jetzt schon. Also, auf die Plätze, fertig, los. Ah, stopp, einen habe ich noch. Kennst du schon den Witz, wo alle schlauen Leute Nein sagen? Doch, der war gut, der war richtig gut. Knallerwitz, Hammerwitz, voll geil. Doch, der war gut. Ich fand den richtig gut. Ja. Ja, kann man jetzt verstehen oder nicht? Nee, war doch gut. Also ich meine, ne? Hast du Nein gesagt? Doch, doch. Also ich fand es jetzt gut.